Leute, das ist Paul Ripke. Dem muss ich jetzt eine wichtige Frage stellen. Guck mal, er macht sofort quer. Geil. Da ist er. Er kennt sich eben aus. Das ist ein Multimedia-Genie. Er ist Multimedia, sein Vater. Wenn es Leute gibt, die Menschen, es gibt Leute, die bringen Menschen bei, wie sie ihr Leben unter Kontrolle kriegen. Lebenscoaches oder wie man reich wird. Paul ist ein Mediencoach. Er bringt Leuten bei, wie Internet geht. Wie man das richtig nutzt. Stimmt's, Paul? Ja, ja. Keine Ahnung, ist das meine Berufsbeschreibung? Die Nein, deine sagst? Berufsbeschreibung ist, deine Berufsbeschreibung ist, wie nennt man das, Starfotograf. Jetzt muss man aber gucken, du bist ein Starfotograf, ist nun mal so. Ist man aber als Starfotograf jemand, der Stars fotografiert, oder ist der Fotograf selber der Star? Genau, das ist die Frage, das hatten wir ja schon öfter. Ja. Also Murat Aslan zum Beispiel ist für mich auch ein Starfotograf, weil er sehr viele Stars fotografiert hat. Okay, aber du bist ja selber ein Star auch. Du bist ja selber auch ein Star. Ein Star als Fotograf. Ist, ja, also, was ja. würdest du denn sagen? Was ist die Definition? Also, was. Ich würde sagen, ja. ein Starfotograf ist einer, der selber ein Star ist. Okay, bin ich das in ja. deinen Augen? Ja, definitiv, mein Bruderchen. Danke sehr. Guck mal, ich wollte dir was zeigen. Ja. Ich war nämlich gerade. Das war mein Job gerade: Schneiden. Rat mal, was ich gerade tue: Basteln. Haare schneiden. Nein. Dias schneiden. Nein. Klamotten schneiden, weil du hast ja eine Klamottenmarke jetzt. Guck mal, ich schneide hier mit was. Mit diesem Schrank. Was? Hä? Rat mal, was in diesem Schrank ist. Wo bist du überhaupt? Hast du eine, ist das ein Growth, ist das ein Grow-Schrank? Hast du da eine kleine Pflanze drin? Hör auf. Nein. Guck ihn dir an. Das und ist da ja geil. Wie alt ist die? Also mein, die ist 4 Wochen alt jetzt. Ab wann kriegt die Blüten? In 2 Wochen angeblich. Oh geil. Und wie funktioniert dieser Schrank? Der hat Licht und alles drin. Ja, Belüftung, hat der alles drin? Genau, also du machst halt hier oben alles automatisiert. Warte. Alter, geil. Die kriegt das jetzt an. Warte, Programm. 2 Sekunden. Und dann, also es simuliert sogar, es hat quasi Sonnenaufgang, so ein Intro. Am Anfang hatte es, ich glaube, 9 Stunden am Tag Sonne und die erste halbe Stunde ist nur so halb, die letzte halbe Stunde ist wieder weniger. Und jetzt haben wir seit 2 Wochen Herbst simuliert und haben quasi nur noch 6 Stunden am Tag. Und ja. jetzt wächst sie viel, viel mehr und blühtet jetzt. Und es ist halt, innen drin sind so ganz viele Lampen. Ja. Und es ist blickdicht und geruchsdicht und es wird durchgemacht und was auch immer. Und es ist quasi das Parihuana. Also Paris sind meine Initialien, Paul ja. Ripke. Und da baue ich jetzt das Parihuana an mit einem eigenen Strain, der extra für mich entwickelt worden ist. Relativ viel Sativa, ein bisschen Hauch von Indica noch dabei. Ein kreatives Produkt, was quasi einen lustig machen lässt. Mhm. Paule. Geschäftstüchtig. Das ist, was ich mache. Und ich bin in meinem Büro. Ja, ich guck, weiß, zeig mal, draußen ist dieser Motorradladen nebenan, ne? Mann, so geil. So sieht es draußen aus. Hier. Paris ja. Clubhouse heißt es. Ich kenn's jetzt schon. Ich kenn's aber schon von den Social Medias. Da kenne ich schon. Wo seid ihr denn? Ja. Wir sind hier in Kreuzberg. In Kreuzberg. Das ja. sieht mega geil aus. Ich finde es wirklich richtig, richtig, richtig gut, was ihr da macht mit dem Livestream. Danke dir. Und ihr, also, das ist wirklich bildlich und inhaltlich und man sieht mal wieder, wer ein Motherfucker in Sachen Entertainment ist, nämlich du. weil ich hier auf der Couch sitze und schlafe. Nein, das machst du wirklich mega, es ist lustig, es ist interessant, es ist nicht nur sympathisch, weil du halt sympathisch bist und weil du einfach geile Interessen hast. Am 1. letzte Woche, ey, und das habe ich ja mit Tobi Regel, unserem gemeinsamen, du bist ja schon seit 10 Jahren, hast du immer... Du weißt alle Internettrends. Du kennst jeden einzelnen neuen Typen, der am Start ist, egal wer irgendwo da ist. Und das hast du letzte Woche so krass gezeigt, dass du alle am Start hast, der irgendwo, was auch immer. Nochmal, ich ziehe meinen Hut. Genug der Lobhudelei. Wirklich mega, wie du am Start bist und was du alles weißt in Sachen Internet. Da lerne ich sehr, sehr viel und ich tue immer so, als ob ich im Internet lebe. Aber es gibt auch eine Sache, die da stehst du mir wahrscheinlich in nichts nach und das ist Kochen, ne? Kochen, ja. Ja. Es gab ja gerade diese... Was ist denn mit den Rindsrouladen? Waren die schon? Die was?
Die Sizzle Brothers, die waren schon, die waren schon dran. Die Sizzle Brothers hast du verpasst. Ich habe auch Rouladen gemacht heute. Hast du auch verpasst, leider? Ja, ja, naja, ich schlafe halt. Ich bin gerade vorher. Ja, ja, ich weiß, sehr klar. Wie spät ist denn das bei euch? 9 Stunden vorher. Also 9 Stunden früher, sozusagen. Genau. Okay. Ja. Und wie, also wie waren die Rouladen? Haben sie geklappt? Also, alle waren sehr begeistert hier, alle vor Ort sehr begeistert, ja. Ja, sehr. Und du hast quasi wirklich die Original, die weltberühmten Sido-Rouladen. Ja, mit allen zusammen. Ich hab das Rezept vorgestern geteilt, das, und die Einkaufsliste, dass Leute einkaufen gehen. Das habe ich gesehen. Und ich hab's auch. Eine junge Dame, die das Zeug alles dabei hatte, hat live mit mir bei Skype, ne, mit der haben wir zusammen das gekocht. Ich habe ihr das alles erklärt auch. Ne? Und ich hoffe, viele Leute haben mitgekocht. Ich hoffe, es hat funktioniert. Kann ich ja nochmal Real Life dann mir anschauen. Ja, wir werden ja diesmal ein etwas längeres Best-of schneiden. Vielleicht machen wir auch nur die Rezepte, schneiden wir extra raus oder so. Wir gucken mal, ne? Warum guckst du mich da so an? Und wer rappt später? Wer rappt denn später? Eigentlich sollte Royal Bunker heute, die Royal Bunker Show, also Savasch und ich sollten eigentlich auftreten, aber Savasch fühlte sich nicht und jetzt mache ich es wieder. Ich beiße in den süßen Apfel. Ab wann? Ab 19 Uhr? Ab 19 Uhr, ja. Gibt's schon eine Setlist? Ja, gibt's eine Setlist? Gibt's schon. Okay. Dachtest du, wir machen ein bisschen Freestyle hier, ein bisschen Freestyle? Ja, keine Ahnung, ich kann ein Feature reinrappen mit meinen Kurpfalz-Raps, weißt du? Ey, ich wollte jetzt aber ganz kurz nochmal auf deinen Kochen zurückzukommen. Du hast ja dieses, du hast ja dieses vegane Buch gemacht, ne? Correct. Also deine Frau eigentlich, das sind die Rezepte von deiner Frau, ne? Naja, also sind schon auch von mir, so sieht das aus. Ja. Wie heißt Kitchen das? Vegan. Rip Kitchen. Ah, Rip Kitchen. Rip Kitchen. Und in der Rip Kitchen geht man quasi, warte kurz, wie kann ich denn das hier umdrehen? So. Das ist so ein Kochbuch und da sind dann immer vegane Gerichte, weil ich 11 Monate vegan gelebt habe. Ja. Und seit heute gibt es aber ein neues Heft. Hast du das schon gesehen vielleicht? Habe ich gesehen, ja, genau. Mit Burgern und so weiter. Ne? Wie heißt es? Cheat genau. Days oder Cheat Meals oder Cheat. So? Cheat, einfach nur Cheat. Genau, ja, genau. Das heißt Cheat, Rip Kitchen Cheat und das ist für den Cheat-Tag. Also genauso wichtig wie diese strebermäßigen guten Regeln fürs Leben. Also natürlich ist es sinnvoller, gutes Essen zu essen und was auch immer. Ja. Aber fast noch wichtiger ist ja, die Regeln zu brechen, oder? Also ich muss auch so sagen, also, was ich von dir kenne, war immer eher aus dem Cheatbuch. Deswegen, du hast ja so manch Steak mit mir auch gegessen. Ja. Dementsprechend, da bin ich jetzt, da habe ich wieder, ich habe wieder 11 Kilo zugenommen. Ja. In den letzten 2 Monaten. Gut. Und der Hauptgrund ist auch das hier leider. Guck mal. Muss ich dir auch mal zeigen, ist leider hier. Ich habe ein Bierglas. Oh, ja. Und hier ist in der Katze drin. Ach, krass. Ein Zapfanlage. Ja, aber deutsches Bier? Ja, ich importiere Kölsch aktuell. Oh, ist da dran. Schön. Du hast in deinem Büro eine Zapfanlage. Na klar. Da, wo du arbeitest. Ja. Läuft, ja, oder? Das ist richtig dumm, muss ich sagen. es ist richtig dumm, weil ich dann natürlich den ganzen Tag saufe. Es war die dümmste Entscheidung, aber hey, was soll's? Ja, mach schnell leer. Mach einfach schnell leer. Heute am besten. Prost. Guten Morgen. Stimmt, wie spät ist das jetzt? Ja, wie spät ist das jetzt? Na, 9 oder was ist das? 7 Uhr morgens. Prost. Prost. Oh Gott. Ja, und so ist es aber auch mit Cheat. Also das sind Burger und es ist frittiert. Ich habe mir so eine Fritteuse gekauft, ja. wo man alles frittieren kann. Ich habe auch Käsespätzle gemacht und die gefroren und dann ausgeschnitten. Und dann frittiert, also paniert und frittiert. Ja. Und das als Burger. Das ist, glaube ich, das asozialste von allen. Also es ist Käse frittiert, mit Käse überbacken und nochmal frittiert und dann nochmal mit Käse überbacken. Oh geil, Alter. Rip Kitchen Cheat. 11 Kilo in einer Woche. Für die Verfettung. Machst du wieder Videos auch dazu? Ja, 20 Videos gibt's. Hast du da mal eins gesehen auf YouTube? Ja, ich kenne die von der veganen Sache, da, wo du die Kochschürze anhast. Also jetzt, nur die Kochschürze. Ich bin immer noch nackt. Nur die Kochschürze, meine ich. Ja, ich bin nackt darunter. Ja. Und das bin ich auch immer noch. Und jetzt bin ich aber aufs Dach gegangen, auf die Dachterrasse oben drauf. Für die Cheats du warst noch nicht im neuen Haus. Nee, deswegen, im neuen Haus war ich auch noch nicht. Da muss ich über die, aber ist noch unten, ne? Ist noch in derselben Gegend? Genau, immer noch in Newport Beach, immer noch am Strand. Also warte, guck. Hier ist quasi der Strand. Da. Wie drehe ich denn jetzt um? Da. Da drüben, da okay. Ist der Strand. Okay, vorher hast du auf der Seite da drüben gewohnt, ne? Genau, davor haben wir vorne am Strand gewohnt, da kannst du ja noch.
Kann man mit euch. Aber war da nicht noch dieser Kanal gehen, dazwischen oder so? Der PCH, wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Kanal. Ja, okay. Und die Straße ist aber der Pacific Coast Highway. Das ist der. Ja, ja, ich weiß. Die dann komplett, die nach Malibu überall runterführt. Weiß ich ja, kenne ich. Ja, 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 ja. Genau. Du kannst die Straße einfach runterfahren bis zum Nobu. Du kannst einfach die Straße geradeaus bis du bei Nobu. Genau, dann bist du in Malibu am Ende. Oder also sogar in San Francisco, wenn du das willst. Ja. Hier gibt es immer. Ist der Army-Store um die Ecke. Perfekt. Da kann man immer, da geht Tobi Regel sehr gerne einkaufen, wie du dir vorstellen ja. kannst. Hör mal meine Knarre. Da ist wie ist es denn da jetzt gerade? Machen die da viel? Der hier rumgefahren ist und in diese Mauer reingeschallert ist. Oh, shit. Und dann war er tot. Wie ist denn das da gerade mit Knarren? Kaufen da viele Leute Knarren jetzt und wollen sich absichern? Ja. Ja, ne? Wir haben, also im Moment, oh, temporarily closed. Na, alles leer, die haben alles weggekauft wahrscheinlich. Ja, da kann man aber auch, die haben auch super viel so Memoralia. Also die, da kannst du eine echte Bombe aus Afghanistan kaufen. So eine Hülle. Achso, okay. Also wie gesagt, die Amis. Aber Tobi Regel findet das das Größte, was er je gesehen hat. Da sind immer. Ja. Da sind dann so, kannst du irgendwelche Sachen kaufen und hier drüben, warte. Jetzt muss ich einmal schnell über die Straße. Das ist der PC8. Oh, oh, oh. Halt damit wir an den Strand kommen. Oh, ja. Ich gebe hier Lebensgefahr für dich. Ja, nicht mal fahren lassen. Oder vielleicht doch, wäre schön. Für Klicks. Nee, dann wären wir gesperrt. Meinst du? Aber dann seht ihr wenigstens mal was. Hier. Aber schönes Wetter bauen. Ja. Voll geil, Alter. Mann, ey, ich muss mal wieder nach L.A. Und das ist das. Also ich gehe die ganze Zeit Fahrrad fahren hier. Das ist das Einzige, was man noch machen darf. Ist Fahrradfahren. Ja, weil es sportliche Betätigung ist wahrscheinlich. Ne? Du kannst sagen, ich mache hier genau. Sport gerade. Genau. Okay. Und wir sind auch der Einzige, also in L.A. sind alle Strände zu. Und du darfst nicht mehr an den Strand und gar nichts. Bei uns ist aber noch alles offen. Und da kann man quasi noch an den Strand laufen. Da bin ich jetzt. Hallo, komm mal. Das war Materia. Hier sind wir jetzt am Start. Guck mal, crazy. Da habe ich davor gewohnt, weißt du noch, als du mal zu Besuch warst? Ja. In der kleinen Mini-Butze. Hier sind irgendwelche Surfer, glaube ich, gerade draußen. Surfen ist immer noch ein Riesenthema. Oh, guck mal hier. Mann, ist das geil, Alter. Schön neidisch machen. Jetzt schaue ich mir mal die Wellen an, damit ihr ein bisschen was seht. Aber darf man jetzt doch auf den Strand, oder was? Ja, bei uns darf man. Okay. How are the waves? Alright. Waves are alright, sagen sie. Warte, guck. Oh. Mann, geil. Und das ist ja das Geile in L.A. Der Strand ist erstmal riesenlang, bis du unten beim Wasser bist. Richtig viel Sand, also genau. Richtig viel Platz, ist sehr weitläufig. Keiner geht sich da auf den Sack so richtig, wenn er nicht will. Genau, geil. Tatsächlich ist das einer der Gründe, warum sie das irgendwie abfeiern, dass hier viel Platz ist. Deswegen sind die Restrictions nicht so hoch, weil quasi nicht so viele Wohnungen aufeinander sind. Ja. Wie New York oder sowas. Hier hast du ja relativ viel Platz. Zwischen den Leuten. Mann, geil, so ziemlich viel Surfer draußen. Guck mal. Kann ich da zoomen? Nee. Ja, die sehen wir leider nicht. Aber die vorbildliche Tonne am Strand, das ist natürlich toll. Na klar. Das ist schon schön hier. Es ist einfach traumhaft. Und das ist, also, ich bin relativ glücklich, dass ich für Quarantäne einen ganz schönen Ort gehabt habe. Ja. Und mein Beruf. Ich bin ja jetzt, also weil du ja vorhin nach Beruf gefragt hast, ich verdiene quasi jetzt immer noch ein bisschen Geld als Podcaster. Stimmt. Und, stimmt. Wie heißt der Podcast? Hab ich auch Glück gehabt. Alle Wege führen nach Ruhm. Ah. Einer der beliebtesten Podcasts deutschlandweit. Und dann kann man mit ins, ich schwall in ein Mikro und das ist mein Beruf. Genau, aber ihr macht das jetzt auch im Fernsehen, ne? Ja, einmal. War ein Riesenflop. War ein Flop, also abgesetzt direkt wieder, oder was? Sofort wieder abgesetzt. Nein, nächste Woche Tag. Gucken wir mal. Okay. Wo denn? Ich glaube ProSieben, ne? Wo kann man das denn sehen? ProSieben hat das gezeigt, glaube ich. Mann, wow. Geil, Alter. Guck mal da. Ist auf jeden Fall gut. Nee, deswegen, mir geht's gut, der Familie geht's gut, dem Rest. Super. Wir machen, was wir machen. Das freut mich. Was machst du heute noch? Was gibt's zu essen heute? Heute koche ich ein. Ich koche gerade mit so einem Stuntman, mit Riley. Hast du den dir mal angeguckt? Nee. Als ich den markiert habe? Nee.
Er wohnt so in Calabasas und ist der schönste Mann der Welt und ist aus einer, aus einer Stuntman-Dynastie, das richtige Mafia-Zeug. Okay. Also sein Vater ist einer der führenden Stuntmen und alle so seine Geschwister, Kumpels und so, alle, ja, und nee, der ist nicht, aber die sind Harpers heißen die. Und alle Stuntmen in allen Hollywood-Produktionen werden von einer Firma gemacht. Aha. Und er ist halt einer davon und lebt das Leben. Also ich hat die hübscheste Freundin, geiles Haus, natürlich zwei Hunde und mit dem koche ich die ganze Zeit. Und der hat mir als Aufgabe gegeben, dass ich heute Wagyu kochen muss. Was ich davon koche, weiß ich noch nicht. Welches Stück meinst du? Welches Stück? Ja, oder ein Steak, ein Burger, eine Roulade. Soll ich eine Roulade versuchen? Nein, mach nicht Wagyu-Roulade, das ist Verschwendung. Was ist das? Macht keinen Sinn. Wagyu ist ein gutes Stück, sehr gutes Stück Fleisch. Ist Kobe-ähnlich, es wird genauso gezüchtet wie Kobe. Kennst du Kobe? Kobe-Rind. Ja, genau. Ja. Aber es darf nicht Kobe heißen. Kobe dürfen nur Rinder aus Japan, aus dem Ort Kobe heißen. Aber wenn du Kobe atmest, dann musst du es Wagyu nennen. Das ist wie Champagner, das nur Champagner heißen kann, wenn er aus der Champagne ist. Okay. Genau. Danke. Was Sido sagt. Danke. Sehr gut. Also, ich hätte mal was gelernt noch heute. Ja. Ja, unser Bildungsauftrag nehmen wir auch ein bisschen ernst. Wir müssen ja Homeschooling machen mittlerweile mit den Leuten. Oh, jetzt kommt Wind auf. Ja. Paul, schön, dass du dich gemeldet hast, Bruderchen. Grüß alle. Danke für den Ausblick. Lass dich nicht ärgern, ja? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss, Bruder.